Freund. Und tritt ein. Melon! Und damit herzlich willkommen zu Return to Moria, ein neues Spiel im Mittelerde. Wir schauen uns das Intro an und dann geht es direkt los. Our story is more than what hobbits and elves know. It is time we told it ourselves. With hammer and axe, we cleanse the world from the shadow of the ring and its master. Yet we dwarves celebrate as a scattered people, cut off from our one true home. Across Middle-earth, we mine and sculpt, delving for riches, yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. Durin built it before the first sun rose. And through the ages, when darkness threatened our great kingdom, he awoke to lead us again. Until the Balrog took it all away. That was 1,000 years ago. And Durin the Deathless has not returned. Some say, be patient. I say, we wait no longer. It is time to journey from every mountain. Come, rally together. Bring your axes and tools, craft and courage. It is time we dwarves return to Moria. Und damit nochmal herzlich willkommen zu The Lord of the Rings Return to Moria. Wir kommen nach Moria zurück. Es spielt nach den Ringkriegen und wir wollen gar nicht viel Zeit verlieren. Ich bedanke mich bei North Beach Games, dass wir das Spiel hier zeigen dürfen. Und wir erstellen jetzt als allererstes einen richtig schönen Zwergen. Mit einem Vollbart. Ich finde, der Bart ist schon mit der Beste. Wir schauen uns die anderen nochmal ganz kurz an, damit ihr die mal gesehen habt. Diese Koteletten zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen finde ich das schon ziemlich cool. Und hier sehen wir auch, am Anfang dachte ich, dass die Zwergenfrau im Intro keinen Bart getragen hat. Denn wir alle wissen... Jawohl, es ist des Zweigen Eigenart, dass er die Frauenmark behaart. Aber sie hat hier diese geflochtenen Koteletten als Bart getragen. Das heißt, auch die Zwerginnen hier haben einen Bart. Das finde ich sehr cool. Vor allem, wenn wir zum Beispiel auf andere Interpretationen schauen, wie zum Beispiel an die Amazon-Serie, Die Ringe der Macht. Also wir sehen, es gibt viele verschiedene Bärte, den finde ich zum Beispiel auch ziemlich gut, den Zopfbart. Aber was mir an diesem Vollbart so gut gefällt, ist, dass er einerseits mächtig ist, andererseits gut gemacht, wir haben hier ein gutes Handwerk, aber... Das, was hier reingeflochten ist, ist relativ günstig. Das heißt, als etwas jüngerer Zwerg, den wir spielen wollen, können wir uns das dann auch am Ende leisten und haben halt einfach nur sehr viel Zeit rein investiert, den Bart dann ordentlich zu flechten. Ich finde so einen Rotstich ganz gut, trotzdem ein bisschen dunkler, dass wir mehr ins Braune reingehen, sowohl beim Bart als auch bei den Haaren. Der Kopf sollte nicht verwittert sein, wir wollen auch keine Zwergin spielen, sondern wir wollen... irgendwie so ein bisschen jüngeren Zwerg spielen. Boah, herrschaftlich. Wir schauen noch mal, haben wir hier irgendwas? Stelan ist mir auch ein bisschen zu weiblich. Gefasst. Jugendlich. Ja, ist vielleicht ein bisschen zu jung. Heiter. Verziert. Ja, neutral ist, glaube ich, genau das, was ich haben möchte. Stil lang. Achso, das hier ist die Frisur. Da schauen wir natürlich auch nochmal rein. Also da mag ich natürlich auch bei der Frisur, dass wir hier bei dieser Frisur einfach so eine ganz einfache Schmuckdistanz haben, die aber tatsächlich in einem ähnlichen Kontext stattfindet. Also dass wir hier tatsächlich nur so ein bisschen Eisensachen reingewebt haben, dass es nicht irgendwie teure Rohstoffe sind, aber wir gucken trotzdem nochmal rein in die anderen Frisuren.
gibt es nämlich auch wieder eine ganze, ganze Menge, was ich sehr cool finde. Da haben sich die Entwickler sehr viel Zeit und Mühe gegeben. Und für mich ist natürlich auch wichtig, dass wir nicht zu herrschaftlich dahin kommen, denn wir sind jetzt hier kein Diplomat, der so richtig gestriegelt irgendwo auftreten muss. Nein, wir wollen Moria zurückerobern und höchstwahrscheinlich wird es dort Feinde geben, mit denen wir kämpfen müssen. Höchstwahrscheinlich wird es dort eine ganze Menge Staub geben, welches wir fressen müssen. Unsere Haut ist relativ hell. Irgendwie so, das finde ich ganz nett. Bei den Augen gehen wir in eine etwas dunklere Augenfarbe rein. Wir haben keine Tätowierung, die haben wir uns noch nicht verdient, genauso wenig wie Narben. Und der Bartschmuck, wie gesagt, der sollte so ein bisschen, ja, so ein bisschen nach Eisen aussehen. Genau, nicht zu hell, dass man wirklich sieht, dass es irgendwie selber zusammengeschmiedet und das ist jetzt nicht irgendwie teures Silber oder so, sondern ganz normales Metall. Bei der Statur gehen wir natürlich mit den allerhöchsten Schultern, mit der breitesten Brust. Wir gehen ohne Vorbau, wir zeigen uns das aber nochmal ganz kurz. Wir gehen mit der prominentesten Plauze und natürlich mit der weitesten Taille. Wenn wir das nicht machen, haben wir so einen etwas dickeren Popo. Und wenn wir schön weit machen, dann geht das eher so auf den Bauch rauf. Das machen wir. Das heißt, wir haben einen schönen stämmigen Zwerg, ein bisschen jünger noch unterwegs, trotzdem mit einer schönen, starken, mächtigen Mähne, die er versucht auch so ein bisschen zu verzieren, aber ja, so richtig herrschaftlich ist das Ganze noch nicht. Die Herkunft können wir auch noch bearbeiten und da können wir auch in die Persönlichkeit reingehen. Wir könnten beispielsweise einen eifrigen Zwerg spielen. Jawohl! Oder einen frechen Zwerg. Na, 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 na. Einen entschlossenen Zwerg. Ah, wir müssen da durch. Oder einen grimmigen Zwerg. Der jetzt aber nicht so grimmig ist in der Animation. Wir gucken uns das nochmal an. Möchte nochmal eine grimmige Animation haben. Ja, das ist sehr zwergisch, würde ich sagen. Grimmig ist gar nicht die richtige Bezeichnung. Das ist schon sehr zwergisch, aber so richtig grimmig ist das hier nicht. Finde den Entschlossenen eher grimmiger. Komm, wir nehmen den Grimmigen. Ich finde das ziemlich cool. Das passt zum Zwerg. Bei den Stimmen gibt es so viele. Da möchte ich jetzt nicht alle mit euch durchgehen. Es gibt eine, die ich bevorzuge, da gehen wir gleich direkt hin. Ich gebe euch aber mal drei Stimmen schon mal zur Auswahl, damit ihr so ein bisschen mal was reingehört habt. The mountain smiles on us today. At your service. It would turn all armor so. Ich möchte mit euch in Stimme 9 reingehen und diese Stimme bevorzugt, genauso wie Stimme 10, was eine weibliche Stimme ist, Kustul, da das Ganze hier eh alles auf Englisch ist, bis auf die Texte, die sind auf Deutsch, kann uns das relativ egal sein. Wir gehen auf Stimme 9. Und es ist natürlich das authentischste Spielerlebnis, welches wir haben können, wenn die halt auch gerne mal ein bisschen Zwerge sprechen. Die Frage ist nur, von wo kommen wir eigentlich? Kommen wir eventuell aus den glitzernden Grotten? Jenseits der Hornburg von Rohan bilden die glitzernden Grotten eine neue Zwergenkolonie, die im 4. Zeitalter von Gimli, Lockenträger und anderen Zwergen aus Erebor gegründet wurde. Sie helfen auch beim Wiederaufbau von Gondor und Rohan. Oder kommen wir aus den Eisenbergen? Die östlich von Erebor liegenden Eisenberge sind schon lange eine Zuflucht der Zwerge, wenn auch weniger wohlhabend als andere Königreiche. Die Herren der Eisenberge sind mit dem König unter dem Berg verwandt. Wie wir alle wissen. Das Küstengebirge. Jenseits von Umbar liegt das südlichste aller bekannten Zwergenkönigreiche. Das Küstengebirge. Dank des Friedens unter dem wiedervereinigten Königreich konnte die Kolonie die Verbindung zu ihren Geschwistern im nördlichen Runen und in den Roten Bergen wieder aufnehmen. Oder kommen wir aus den Blauen Bergen?
Viele Zwerge, die sich im dritten Zeitalter in den Blauen Bergen niedergelassen hatten, kehrten zum einsamen Berg zurück, als dieser zurückerobert wurde. Doch Durins Volk unterhält auch im vierten Zeitalter noch eine Siedlung in diesem nördlich gelegenen Gebirge. Oder kommen wir aus den Roten Bergen? Die Zwerge der Roten Berge waren lange von jenen im Westen Mittelerdes getrennt. Erst nach Saurons Niedergang konnten sie an Mordor vorbei nach Westen reisen, um ihren Geschwistern ihre ungewöhnliche Kultur näher zu bringen. Auch spannend. Oder aus dem eisernen, einsamen Berg. Erebor ist sowohl der traditionelle Sitz des Königs unter dem Berg, als auch die gegenwärtige Heimat des Königs von Durins Volk. Der einsame Berg blüht im vierten Zeitalter wieder auf und hilft beim Wiederaufbau einiger Teile Gondors und der Hornburg. Jetzt müssen wir uns entscheiden und ich finde es, glaube ich, ganz cool, wenn wir aus den Eisenbergen kommen. Und ich glaube auch, dass das dann tatsächlich zu unserem Bart und zu unserer Frisur ganz gut passt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es den größten Einfluss hat auf das Spiel. Aber das werden wir noch sehen. Das werden wir noch herausfinden. Das hier ist unser Zwerg. Das hier ist Gloin Täglichbart. Ein schöner Name, wie ich finde. Du wirst direkt gespeichert, mein Freund. Gloin Täglichbart wird in einer ganz neuen Welt antreten. Und das ist die Welt von Gloin Täglichbart. Und wenn ihr den selben Seed haben wollt, dann seht ihr ihn hier. Wir können gleich die Welt erschaffen und reingehen ins Spiel. Doch das war's erstmal von der Charaktererstellung. Wenn du jetzt sehen möchtest, wie es weitergeht, dann schau mal direkt hier rechts vorbei. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Lass mir noch ein Like und ein Abo da. Folge mir auf Twitch. Den Link siehst du unten in der Videobeschreibung. Und hab jetzt noch einen wunderschönen Tag.